Schönen guten Tag wünsche ich euch, Freunde des Modellbaus. Heute mache ich mal eine kleine Bausatzvorstellung, weil ich habe das ja schon angefangen und aber auch gleich einen Baubericht dazu. Es geht um, wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, um den Tamiya Bausatz in 1 zu 35, die Matilda Mark III, Mark IV in der Lend-Lease-Ausführung für die damalige Sowjetunion. Und ich habe mir den Bausatz besorgt, weil er zurzeit günstig zu bekommen ist bei MS Plus. Für unter 20 Euro kriegt man einen Spitzenbausatz, einen Schüttelbausatz von Tamiya in der 1A-Qualität. Und mit statt einer Gummikette ist sogar eine Einzelgliederkette mit bei. Und ich stelle ihn heute euch vor. Also wie gesagt, um diesen schönen Bausatz handelt es sich. Ich muss mal umschalten. Das ist dieser hier. Und ich werde versuchen, den so zu bauen und so zu lackieren. Also zu bauen, klar, aber es zu lackieren, wie wir das hier schön auf dem Kartonbild sehen können. Weil mir gefällt die Lackierung, die Schattenwürfe. Also so in der Art wird er dann auch aussehen. Ich habe auch schon mit dem Bau angefangen und deshalb wird es auch ein kleiner und ein Baubericht wahrscheinlich jetzt in 4 Stufen vom Bau, Grundierung, Lackierung und Alterung oder Verwitterung, besser gesagt. Der Karton sieht von vorne dann eben so aus. Dann haben wir hier noch mal ein paar. Die Seitenansicht, die Hinteransicht, also die Heckansicht und die Frontansicht. Das ist der Bausatz 355. Und hier ist die zweite Lackiervariante, die man machen kann, eben in der Winterausführung. An der Ostfront 1942. Nochmal Seitenansicht hier. Aufmachen mache ich ihn jetzt nicht, weil der sieht nicht mehr so, aber ich mach's mal, der sieht nicht mehr so frisch aus, der Bausatz. Da ist schon viel, habe ich schon viel gemacht. Aber noch was zur Geschichte, weil Tamiya hat ja ein Jahr vorher den in der englischen Ausführung, in der englischen Variante rausgebracht. Und jetzt bei der Lend-Lease-Ausführung, die Russen haben damals ein paar Änderungen vornehmen lassen, was der Handhabbarkeit beziehungsweise der Einfachheit gedient hat, wegen die Einfachheit der Wartung. Und darauf komme ich dann auch noch mal zum ja darauf ja, werde ich euch das noch mal zeigen, weil da sind ein paar Sachen sehr simpel gemacht worden, aber funktionieren einwandfrei und das gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir mal zu der Bauanleitung. Ich packe mal das jetzt zur Seite. Die obligatorische Faltanleitung von Tamiya. Auf der Front seht ihr, was ihr braucht. Kleber, Seitenschneider, vielleicht die Schere dann für die Deckels, ein scharfes Messer, Skalpell, ein Bohrer auf jeden Fall und Pinzette. Dann wird noch mal in der deutschen Sprache, französische Sprache, englische Sprache und japanische Sprache ein paar Hinweise und Vorsicht und Achtung und Gefahrenanweisungen gegeben. Die erste Seite befasst sich dann, oder beziehungsweise die erste Baustufe, zweite Baustufe, dritte, vierte, bis zur fünften Baustufe geht es um das Fahrgestell, die Unterwanne. Gleich am Anfang, es werden immer schöne Messernsymbole gezeigt an den Stellen beim Bauteilen, wo noch ein bisschen Gussast ist. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass die Reste eben zu entfernen sind. Ich habe den ersten Bauabschnitt so gebaut, wie er hier vorgegeben ist. Etwas komplexer, aber es geht, ist der Zusammenbau der
des Fahrgestells. Das Einzige, worauf ihr achten müsst oder auch nicht, je nachdem, dass eben die Laufrollen, wenn die dann eingefügt werden, nicht festgeklebt werden sollen. Sie sollen dann auch beweglich sein. Die Bauabschnitte gehen sehr gut und da ist auch nicht viel zu beachten, wie man hier sehen kann. So sieht es dann aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Mal gucken, ob ich das auch schärfer kriege. Na, macht's damit? Ja, die macht mit. Ihr seht, ist kein Hexenwerk und die Federung sieht auch gut aus. Ist ein interessantes Federsystem, was das Fahrwerk hat. Sind voll beweglich. Auf die Schienen gehe ich dann gleich nochmal ein. Ich habe hier noch schon ein paar Sachen dran, oder kommt dazu komme ich noch. So. Machen wir dann was mit der zur Seite. Bauabschnitt 3 ist die Montage der Laufwerksteile. Und hier ist nur darauf zu achten, dass ihr auch die linke und die rechte Seite beachtet. Aber das wird ausführlich erklärt nochmal und auch in deutscher Sprache, was sehr gut ist. Da kann man eigentlich keine Fehler machen. So, jetzt, hier wird jetzt das Schienensystem an den Seiten montiert. Bei den Engländern gibt es hier, bei der englischen Version sind statt dem Schienensystem, sind hier Laufrollen. Sind Laufrollen montiert, worauf dann die Kette gleitet. Das haben die Russen weggelassen, weil sie wollten eine einfache Wartung haben und haben hier ein Schienensystem gemacht, wo dann die Kette rübergleitet. Ist einfacher zu warten und auch bei der Verschmutzung selber, wenn hier Dreck reinkommt, wird der Dreck abgewiesen und fällt nach unten. Also es ist ein simples System und einfach zu warten. Hier werden dann die Polycaps montiert an den Leiträdern und Antriebsrädern. Hier sind nochmal schöne Hilfen drauf. Erstens bei dem Schienensystem, hier seht ihr den Winkel, wie der sein muss. Und bei den Antriebsrädern ist darauf zu achten, dass... Mal gucken. Ja, jetzt habe ich es gleich. So. Ah. Genau. Weil die Ketten werden zwar ein bisschen vom Zahnkranz hier gehalten, aber ihr müsst darauf achten, dass die Streben in der Mitte bündig sind, die hier sind. Mal gucken. Jetzt kann man das besser sehen. Da sind Streben und die müssen bündig sein, damit dann die Kette besser greift. Bauabschnitt 5 ist die Montage der Kette. Und die Kette ist simpel gemacht. Wenn ein Glied fertig ist, kann man es richtig reinklicken, schnappt sich automatisch zusammen und sie ist flexibel. Das Einzige, was ein bisschen zeitaufwendig ist, ist, wie ihr selber sehen könnt, die Ketten, die da bestehen, jeweils aus zwei Einzelteilen. Was wichtig ist, ist, mal gucken, genau, das ist ja das Oberteil. Und hier seht ihr das Unterteil. Und ihr seht auch die Gussäste. Ihr seht, dass sehr viele Gussäste sind und die müssen dann versäubert werden. Abtrennen, versäubern, zusammenkleben. Also es dauert ein bisschen Aufwand, aber mir kommt das dann sehr gut hin. Und die Teile, Augenblick, das ist dann nochmal Teile 2. Da habt ihr sie nochmal. Na, bleib ruhig, Markus. So. Na, ich hasse Autofokus. So, die werden dann hier raufgeklebt.
Das kann man auch schön in der Bauanleitung dann sehen. Ihr seht auch dann die Schnappfunktion. Also hier werden sie zusammengeklebt, die beiden Einzelteile. Dann ein bisschen trocknen lassen, warten, 10, 15 Minuten oder weniger. Und dann könnt ihr die Glieder zusammenklicken. Ja. Nacheinander, Stück für Stück. Und pro Kettenglied braucht ihr 69. Ich hab's noch nicht. Also 69 pro Kette braucht ihr. Ich hab's noch nicht ausprobiert. So. Das Schöne dabei ist, es ist keine Gummikette und von der Qualität der Kette braucht ihr auch nicht. Es gibt ja von Bronco die separat erhältliche, bewegliche Kette, die Einzelgliederkette. So. Und hier ist er. Und schön flexibel. So sieht sie hier aus, ihr. Na komm. So. Genau. Und hier greift sie dann schön ein. Sie liegt auch sehr gut. Und jetzt seht ihr auch mit dem Schienensystem hier, der Dreck wird dann sozusagen hier abgestoßen und fällt an den Seiten hier runter. Habe dann auch die Oberwanne soweit schon fertig gemacht. Na. So. Hier müsst ihr dann aufpassen, dass ihr noch die Löcher hier bohrt mit einem 1 mm Bohrer. Das kleine System ist sozusagen für die Fahrerluke. Wenn ihr das gut hinten gut macht und mit dem Kleber ein bisschen sorgfältig umgeht, ist er auch schließbar. Je nachdem, falls ihr keine Fahrerfigur, weil zwei Figuren sind ja mit bei, einsetzen wollt. Jedenfalls funktioniert es einwandfrei. Hier werden dann die Polycaps noch reingemacht, weil das Heckteil, das könnt ihr und dann hier festgemacht, so dass es einschnappt. Paar Erkennungslampen sind hier. Denn ich habe darauf erstmal verzichtet, die Ersatzkettenglieder zu montieren. Die kommen erst zum Schluss rauf, weil ich dann, das kann ich dann besser lackieren. Ich habe dann die Abdeckungen für den Motor montiert. Wie gesagt, die Abdeckung für den Motor habe ich montiert. Die Kettenglieder weggelassen. Werkzeug ist auch bis jetzt weggelassen. Ich habe nur hinten die Haken, die für zum Abschleppen die Ösen montiert. Hier beim Werkzeug habe ich nur den Haltebügel rangemacht. Von der Schippe Werkzeug, wie gesagt, lasse ich erstmal weg für das bessere Lackieren. Hinten habe ich den Auspuff fertig gebaut und der ist lose gesteckt am Heck. Da ich den auch wieder abziehen werde und separat lackieren werde. Das ganze Auspuffsystem habe ich so weit montiert, dass ich die Abdeckung trotzdem noch abnehmen kann. Das heißt sozusagen, die beiden Schläuche rechts und links habe ich hier oben nur festgeklebt, hier unten noch nicht. Das mache ich erst ganz zum Schluss, wenn ich mit der Lackierung fertig bin. Alle Heckteile, auch die anderen Ösen sind montiert worden. Die Schürzen lasse ich weg, die lackiere ich separat und dann werden sie rangebracht.
Die Lampen habe ich nur vorne montiert. Das ist jetzt der Ist-Zustand, wie ich ihn jetzt habe. So. Die Lampen sind hier. Sind sie montiert. Und was mir auch gut gefällt bei dem Bausatz ist die, wenn man es A sehen kann, ist die Gussstruktur. Ja, die kommt sehr gut rüber. Ja. Mal gucken, ich werde mal den Aukofotbuchsen bis nee, nicht wegnehmen. Und wie ihr seht, das Auspuff, die Schläuche zum Auspuff, die habe ich soweit fest. Und jetzt kann man, das Schöne ist, ohne Kleber hier vorne ran. Muss ich gucken, wo die Polycaps sind. Sind da. Ein bisschen drücken. Ich mag das. So. Wie gesagt, der Auspuff ist locker. So, und ganz zum Schluss wird es dann soweit lackiert, soweit befestigt, dass das dann alles dann fest ist. Aber sieht doch schon mal richtig gut aus. Der wird noch ein bisschen, die Klebenähte werden noch ein bisschen geschliffen. Aber bis jetzt ist das wirklich ein Schüttelbausatz und der schließt wunderbar. Also schon jetzt klappt es sehr gut. Und hier kann man dann noch mal sehen, dass dann eben der Dreck, der von den Ketten kommt, dann hier an den Seiten runter fließt. Bei den Engländern, wie gesagt, die hatten Laufrollen an den Seiten. Der Bauabschnitt 12 befasst sich dann, wie ihr seht, bis 17 geht es dann hier die Montage des Turms, der Kommandantenluke, der Zweifünderkanone. Beweglich ist dann sozusagen die Wippe dann mit den beiden Polycaps. Hier werden nochmal Löcher gebohrt. Und hier wieder die, was ich auch mal sehr gut finde, dass man, dass wirklich gezeigt wird, dass ihr hier noch Reste vom Gussast entfernen musst. Die Positionen sind da, falls ihr es vergessen habt, habt ihr das hier nochmal die Möglichkeit, das zu sehen. Und wird dann da komplett der Turm zusammengesetzt. Und immer so kleine Hinweise auch in Deutsch. In den Bausatzteilen, worauf zu achten ist. Hier zum Beispiel sind die beiden Nebelwurfbecher. Das, was ich noch machen werde, ist, dass ich die zwei Drähte, die zur Auslösung der Nebelwurfanlage dient, noch anbringen werde. Also ihr müsst hier bei dem Bausatz nicht viel extra noch dazu machen. Hier kommen werden dann die restlichen Teile noch angebaut. Und der letzte Bauabschnitt, der Bauabschnitt 18, habt ihr die beiden Figuren, die mitgeliefert worden sind, wenn ihr die einsetzen wollt. Ich werde dann was variieren noch. Aber ab 18 ist der Bauabschnitt fertig. Hier werden nochmal die Anordnung der Decals gezeigt. Von der einen Ausführung. Und hier ist dann die Winterausführung. Hier wird auch nochmal erklärt, mit welchen Farben und wie ihr das zu machen habt. Die Bemalung von den Matilda wird hier auch nochmal erklärt, was es da für Unterschiede gab an den Olivton.
Also ist sehr gut, wie bei Tamiya üblich, sehr gut dargestellt. Also ich kann das nur im Bausatz nur empfehlen. Da hat Tamiya seine Hausaufgaben sehr gut gemacht. So, hier nochmal der Karton. Hier ist der Ist-Zustand und hier ist die Kette. So. Wie gesagt, Bronco hat ja auch eine Einzelgliederkette rausgebracht. Die wollte ich mir zuerst holen. Aber als ich dann mitbekommen habe, jetzt beim Bauen, dass die Einzelgliederkette, die hier mit bei ist, beweglich ist und sich gut montieren lässt, habe ich dann Abstand genommen, jetzt vom Bronco extra noch eine Einzelgliederkette zu holen, weil die ist wirklich sehr gut. Und was auch zu bedenken ist, ich dachte auch erst an ein gedrehtes Alurohr von ARB, aber davon habe ich auch Abstand genommen. So, ich mach da noch mal was raus, weil Tamiya hat in der Slide-Technik, mal die beiden Sachen noch mal separat. Tamiya hat nämlich in der Slide-Technik, Spritztechnik noch was Schönes gemacht, weil ihr habt in dem Bausatz kein Kanonenrohr, was aus zwei Hälften besteht. Das sind alles gezogene, also richtig gut gezogene, in der Slide-Technik gezogene Kanonenrohr. So, das ist der Gussast hier. Hier habt ihr die drei, die hier mit bei sind. Ihr braucht die zwei Fünder, die hier ist. Und alle sind in der Slide-Technik gemacht worden. Was ich sehr gut finde. Und woran auch gedacht worden ist, dass das TOM-MG auch in der Slide-Technik ist. Das kleine. Und was die Nebelwurfbecher, wie ihr seht, sind auch sehr gut detailliert. Gehen wir ein bisschen näher ran. So. Hat auch was. Na? So. Der Gussraben G. Das ist der sozusagen im Austausch ist gegen den Gussgraben G, der in der englischen Variante mit bei ist. Weil sich bei der Seitenabdeckung die Klappen sind nämlich neu. Die hatten die Russen. Bei sich hier sind auch die Figuren. Bestehen auch aus mehreren Teilen. Na, jetzt. Die Figuren sind brauchbar, also man kann sie nehmen. So. Und dann wird das dann nachher so rangemacht. Und ich gehe mal davon aus, dass es passgenau ist. Und von den Schienensystemen sieht man dann auch, was, wenn man dann genau hinguckt. Und Tamiya hat auch daran gedacht, dass nicht nur die Markierungen jetzt hier bei den russischen Fahrzeugen mit drauf waren, wenn sie drauf waren, sondern auch habt ihr die Möglichkeit, es ein bisschen zu variieren, weil bei den Decals sind nämlich noch russische Schriftzüge mit bei. Was soll heißen, da muss ich passen. Also wenn da jemand weiß, was die bedeuten, ich passe da. Jedenfalls sind sie mit bei.
Also habt ihr die Möglichkeit, dann noch Schriftzüge entweder am Turm oder hier an der Seite anzubringen. Der Bausatz ist auf jeden Fall rundum gelungen. So, das sollte es erstmal gewesen sein. Das ist mein erster Teil, kleine Bausatzvorstellung mit einem Baubericht vom Projekt Matilda in der Lend-Lease-Ausführung für die Rote Armee von damals. Übrigens, der Matilda selber, der wurde von Ende 41 bis 44 von der Roten Armee eingesetzt. 43, 44 noch in Aufklärungseinheiten und danach ist er langsam ausgemustert worden. Er wurde im Westen und im Osten der Ostfront eingesetzt. Hat auch an mehreren Schlachten teilgenommen und zum Schluss in mehreren Aufklärungseinheiten der Roten Armee war er dann noch da. Mehr findet ihr noch auf Wikipedia auf der englischen, aber englischen Seite zum Thema. Ich finde das sehr interessant, so zu sehen, was die russischen Ingenieure damals in England mit ihren englischen Kollegen abgesprochen haben, wenn die Matildas ausgeliefert werden, dass die davor noch die Änderungen zu machen haben für eine Einfachheit der Wartung. Also finde ich nicht schlecht. Und die sind dann über die Nordroute Beringsee hoch an Alaska-Grenze hoch nach Murmansk und so gefahren die Züge. Und von da aus sind sie dann wieder Richtung Westen an die Ostfront gekommen und auch an der Ostfront, an die Ostfront wurden sie eingesetzt. Das sollte es erstmal gewesen sein. Ich melde mich dann wieder, wenn ich dann alles so weit zusammengebaut habe, dass ich lackieren kann. Und dann mache ich dann vielleicht dann auch gleichzeitig dann auch da schon den Bericht oder ich zeige euch schon, wie ich das dann grundiere und schattiere. Und danach mache ich entweder eine oder zwei Folgen dann von der Grundlackierung hin bis zur Alterung. Verwitterung, Alterung, je nachdem, wie ich mir den so vorstelle. Aber ich will ihn ja ungefähr so hier hinkriegen, wie er jetzt hier auf dem Kartonbild zu sehen ist. Was mir wiederum sehr gut gefällt. Und der Berthold, er schwärmt ja auch so von den Kartonbildern. Das ist mal wieder ein sehr guter Beweis, dass es auch noch interessante Zeichner gibt, die auch sehr gute Kartonbilder machen können. Kaufgrund, 20, naja, 40% Kartonbild, aber 60% Technik und der Bausatz selber, dass das wieder mal eine Schüttelqualität der Bausatz ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bei mir kriegt der Bausatz einen Daumen hoch und bis jetzt auch beim Bauen sogar zwei Daumen hoch. Verzeihung. Über jeden Klick oder jede Daumen hoch Bewertung würde ich mich sehr freuen. Ich werde auch demnächst wieder einen Livestream machen. Das Thema ist dann auf jeden Fall, hat es damit zu tun mit Königstigern und Panthern und die neuen Bausätzen und Informationsmaterialien und was man dazu bekommt. Dazu mache ich dann noch einen Hinweis rechtzeitig. Aber es wird jetzt wahrscheinlich wieder Samstag passieren, beziehungsweise doch Samstag. Sonntag ist ja Samstag ist Qualifying, Sonntag ist das Rennen, also werde ich das Samstag machen. Was ich jetzt gerne noch von euch wissen möchte, wollt ihr so Mittagsbereich oder doch lieber abends, wie Berthold das auch macht, dann würde ich dann entweder 18 Uhr nehmen oder dann oder ab 20:30 Uhr. Dazu würde ich gerne was von euch wissen wollen. Und wie ihr das jetzt hier fandet, was ich jetzt gemacht habe. Ich bedanke mich bei Ihnen zusammen fürs Zuschauen. Noch einen schönen Tag und ich hab was immer. Sorry.